News und Talks für Gebildete. Ja, also es fing irgendwie gestern ungefähr an, dass das erste bei YouTube-Fernsehen dieser Tag sozusagen, also wenn man den Filter einschaltet und so weiter, wir schauen ja immer, was dann tagesaktuell an YouTube-Fernsehen da ist, ja. Da war zuerst eine Insiderin, eine frühere Pressesprecherin, 14 Jahre jung, von Fridays for Future, die berichtete von Fehlentwicklungen bei Fridays for Future und so weiter. Dann kam irgendwas auf mit den Tom Radke, mit dem Tom Radke und Radke-Leaks sozusagen. Und da waren jetzt die Videos, waren jetzt Videos aufgetaucht, die also, wo dann also vorgelesen wurde, was Tom Radke geschrieben hat. Und das bestätigt noch einmal die Sorge darum, dass es bei Fridays for Future etwas Grundlegendes schiefläuft. Sozusagen in Hamburg eine Unterwanderung durch Grüne, eine Zweckentfremdung als von Fridays for Future als Wahlhelfer, ja, sozusagen. Ja, also das war für uns eben ja auch, man sieht es ja in den vielen Videos, wo wir immer wieder versuchen, die Vernünftigen bei Fridays for Future anzusprechen. Wir hatten immer den Eindruck, dass da irgendetwas völlig Verrücktes läuft, dass also das, was angegeben wird, dass man zum Beispiel einen frühen Kohlestopp will, ja, dass das gar nicht wirklich als Ziel verfolgt wird, sondern ganz andere Ziele verfolgt werden. In Hamburg eben offensichtlich dann, Tom Radke behauptet, dass das wirkliche Ziel, was verfolgt wurde, war einfach nur Wahlstimmen zusammenzukehren und zusammen zu die Wahlstimmen zu erhöhen für die Grüne Partei. Ja? Also eben nicht wirklich einen Kohlestopp zu erreichen, denn wir haben uns ja immer gefragt, bei den ehrenamtlichen Helfern hier, bei den zweiten Scientists for Future 2, haben wir uns ja immer gefragt, sozusagen, was da wirklich los ist, wie man ein Angebot von 24 seriösen Professoren und Doktoren sozusagen für einen realpolitischen Weg zu einem Kohlestopp 2026 und zu 900 Milliarden für den Klimaschutz in Deutschland für innerhalb von 7 Jahren, wie man ein solches unschlagbares Angebot sozusagen ausschlagen kann, wenn man doch antritt, um einen frühzeitigeren Kohlestopp zu erreichen, wenn man ständig skandiert, Kohlestopp, hopp, hopp, hopp. Ja, und warum man dann nicht sich mit den Professoren in einer großen Konferenz zusammensetzt, tagelang und stundenlang darüber diskutiert, wie eben realpolitisch so etwas zu erreichen ist, sondern wenn man sich mit allen möglichen Scharlatanen zusammentut, mit Pseudowissenschaftlern, mit allen möglichen Leuten, die nichts können und so weiter. Ja, ist ja ganz klar, wenn es zum Beispiel darum geht, einfach nur Wahlstimmen zu generieren für eine bestimmte Partei, oder wenn es darum geht, ganz andere Ziele zu verwirklichen, vielleicht die Stimmung für eine gewaltsame Revolution und damit einen neuen Stalinismus und einen neuen Maoismus sozusagen vorzubereiten, ja, dann ist es klar, dass man nicht mit Leuten reden möchte, die einen sanften, behutsamen rückwärts aussteigen aus dem Kapitalismus wissenschaftlich vorschlagen und fertig haben, das Konzept, und die eben ein ganz klares realpolitisches Konzept für den Kohlestopp 2026 haben. Ja, also deswegen unser Appell, ich habe ja selbst viele Interviews mit echten Fridays for Future Teilnehmern geführt. Also ich meine jetzt nicht die echten Fridays for Future, es gibt ja auch die EFFF, die echten Fridays for Future, die öfters bei uns anrufen und so weiter. Die echten Fridays for Future und echten Parents for und Grandparents for Future, die so, glaube ich, eher aus dem Düsseldorfer Raum kommen. Und die meine ich jetzt nicht, die gibt es ja auch, da ist es ja sicherlich sinnvoll, dass der Tom Radke vielleicht mit denen mal sozusagen sich zusammentut oder da die echten Fridays for Future da eintritt oder das Ganze leitend mit übernimmt sozusagen, denn da
dort geht es tatsächlich nur um wirklich Kohlestopp 2026, weswegen die ja auch über uns berichtet haben. Und es gab ja auch mal eine andere, allerdings nicht organisierte echte Fridays for Future, sondern aus Bonn junge Schülerinnen, die wirklich gesagt haben, nein, wir verstehen uns als echte Fridays for Future, die also unorganisiert, die einfach nur wollen, dass wir den Kohlestopp 2026 kriegen und die deswegen eine große Pressekonferenz einberufen hatten. Hier, es gibt ja alles darüber Videos, es gibt darüber Texte und so weiter, ja. Nein, ich meine jetzt, dass diejenigen, die in den Orga-Teams sind und die merken, dass es doch eigentlich merkwürdig ist, dass man das Angebot der 24 Professoren und Doktoren von den zweiten Scientists for Future 2 über den zu verhandeln, über den Kohlestopp 2026 und über 900 Milliarden fürs Klima in Deutschland, dass also die es in den Orga-Teams gut meinen, dass die versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, dass die erst einmal mit den zweiten Scientists for Future 2 verhandeln, hier bei den Ehrenamtlichen mal anrufen und dann alles durchdiskutieren und sich nicht gefallen lassen, dass die vielen, die eigentlich ganz andere Interessen haben und sich in die Orga-Teams eingeschlichen haben, dass die das Ganze kaputt machen. Denn die Unterstützung der Journalisten bezieht sich ja auf die echten Absichten beim Klimaschutz, was zu erreichen und nicht auf irgendwelche verqueren anderen Geschäfte, die da irgendwelche Leute betreiben irgendwie. Und da sozusagen meine Aufforderung an die Vernünftigen in den Orga-Teams, Leute, wir müssen versuchen, das Ganze zu retten und eben den Kohlestopp 2026 tatsächlich zu schaffen und so weiter. Und ihr müsst euch wehren gegen die Leute, die sich eingeschlichen haben und eigentlich was ganz anderes wollen, sei es eine gewaltsame Revolution, so eine Art RAF-Nachfolge oder irgendwie Straftaten begehen wollen oder irgendwie nur die ganze Fridays for Future-Bewegung nur missbrauchen für irgendwelche Wahlstimmensammlungen, zum Beispiel für die Grüne Partei oder so. Ja, also Leute, versucht das Ganze zu retten und die zweiten Scientists for Future 2 haben nach 50 Jahren Wissenschaft, seit 1968 sind da einige dabei, die seit 1968 über nichts anderes nachgedacht haben, als das, wie wir rauskommen aus der Falle des Kapitalismus, behutsam, realpolitisch, sanft, friedlich rauskommen und sozusagen den Kohlestopp 2026 Umweltreparatur schaffen, eine gesamte Umweltreparatur hinkriegen, erstmal in Deutschland und Europa und dann weltweit und so weiter. Die zweiten Scientists for Future haben das alles fertig. Wir haben hier von den Ehrenamtlichen auch bei Tom Radke angerufen, dass er hoffentlich zurückruft. Ja, es ist für die Menschheit vielleicht die allerletzte Chance, die wir haben, jetzt dieses Projekt Fridays for Future, allerdings nur der echte Anteil daran und nicht der Betrugsanteil und der Schwindelanteil und der Missbrauchsanteil daran. Alles klar, engagiert euch, helft, stellt Kontakte her, teilt und so weiter. Unsere letzte Chance für die Menschheit vielleicht. Tut was.